Domian, das 1 Live Talk Radio. Guten Morgen, meine Lieben. Unser Thema heute: total kranke Psychopathen. Wen habe ich denn als erstes in der Leitung? Hallo Domian, hier ist der Ulf. Hallo Ulf, inwiefern bist du denn total krank? Gar nicht, Domian. Ich wollte dir nur mal sagen, dass du ein echt guter Typ bist. Also ich sitze jeden Abend vorm Fernseher und verfolge deine Sendung. Jeden Abend? Ich verpasse keine Sendung, wirklich. Guck mir alle an. Moment mal, nur dass ich das richtig verstehe. Du sitzt jeden Abend vor dem Fernseher und hörst dir die Probleme von anderen Menschen an? Ja, kann man so sagen. Oh Mann, Ulf. Das ist wirklich krank. Du geilst dich jeden Abend an den Problemen notleidender Menschen auf. Das ist so abstoßend. Aber Domian, ich wollte dir doch bloß sagen, dass du echt eine prima Sendung machst. Jetzt zieh mich nicht damit rein in deine kranke Welt. Und jetzt hör auf, mich zu belästigen. Mach bitte die Leitung frei. Aber ich wollte dir doch bloß einmal sagen... Das ist Belästigung, Ulf. Leg sofort auf, sonst muss ich zu anderen Maßnahmen greifen. Aber deine Sendung ist echt interessant. Und... Ah, aua, meine Ohren, Leg auf, du krankes Schwein, leg auf. Bei Voyeurismus verstehe ich echt keinen Spaß. Du, ich bin einfach nur froh, dass wir uns gegen so Psychopathen wie dich abgesichert haben. Wie meinst du das? Wir haben eine Fangschaltung eingerichtet. Was habt ihr? Domian, hier sind lauter Polizisten. Ich weiß, Ulf. Die wollen dir bloß helfen. Gib mir doch mal einen. Hallo, wer ist da? Domian, sind Sie's? Genau, ich habe Sie verständigt. Nehmen Sie dieses kranke Schwein sofort fest. Alles klar, Domian. Mit so Gestörten habe ich auch meine Probleme. Übrigens, Sie machen eine echt gute Sendung. Oh, danke, Herr Wachtmeister. Ich wollte morgen bei Ihnen anrufen. Da ist doch das Thema Sex mit amputierten Katzenbabys, oder? Genau. Na dann, bis morgen. Ich freue mich. So.